Mein Name ist Rieger Joachim. Ich bin Leiter der neuen Akademien in Villach. Wir haben im heurigen Jahr eine Kooperation mit zwei weiteren Ausbildungsinstituten in Kärnten gestartet und beginnen ab Frühling des nächsten Jahres im Jahr 2023 mit dem Kärntner Energetikerinnen-Diplom. Heute habe ich zum Interview Frau Magister Michaela Messner von dem Ausbildungszentrum Goldene Balance in Wolfsberg. Michaela hat sich spezialisiert auf Kinesiologie und mehrere andere energetische Themen im Großraum Wolfsberg. Und heute würde mich interessieren, Michaela, warum sollte man das Kärntner Energetikerinnen-Diplom in unserer Kooperation von unseren drei Ausbildungsinstituten absolvieren? Ja, ich denke mir, das Besondere ist einfach, dass wir da drei ganz besondere Expertisen haben mit unseren jahrelangen beruflichen Erfahrungen. Also du im Bereich der HRV-Messung, die Nika Schuemi im Bereich der Klangenergetik und ich im Bereich der Kinesiologie. Und wir haben ja da versucht, in ein tolles Kursangebot, da wirklich ganz viel Theorie, aber auch ganz viel Praxis, viel praktische Anwendung reinzupacken, sodass Menschen nach diesem Jahr der Ausbildung, dass es ihnen möglich ist, wirklich damit zu arbeiten. Also es geht da nicht nur um ein Reinschnuppern in ein gewisses Thema, sondern dass man wirklich eine tolle Sitzung für jemanden abhalten kann und Menschen gut begleiten kann mit drei ganz, ganz tollen, sehr verschiedenen Techniken, die aber sehr gut miteinander kombinierbar sind. Ja, und das finde ich auch das Tolle und Spannende daran. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Was erwartet mich denn in dieser Ausbildung? Also ich glaube, diese Ausbildung ist sowohl für die, die schon in einem Bereich arbeiten, spannend, aber auch für die, die da komplett neu sind. Also es baut auf, wir fangen mit ein bisschen Theorie an, mit einer Einführung hin zur Energetik, was bedeutet das, was ist das, was ist es für mich persönlich als Mensch, der ich mit Menschen arbeiten möchte und starten dann gleich in den verschiedensten Modulen auch in die Techniken hinein. Das ist ja für Selbsterfahrung, das heißt, ich lerne auch viel über mich selber, wie ticke ich, wer bin ich, man findet sich ein bisschen selber wieder in diesem Kurs. Und man lernt eben auch andere Menschen zu begleiten, die richtigen Fragen zu stellen. Wir haben aber auch mit dabei Berufsethik und Berufsrecht, was du zum Beispiel machst. Also was darf ich denn auch anbieten? Das ist auch ganz ein wichtiges Thema. Oder eben auch Kommunikation. Ja, auch das Gespräch ist ja ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Es geht ja nicht nur darum, technischer Menschen zu arbeiten, sondern wir wollen ja mit Herz und Hirn am Menschen arbeiten und da ist natürlich auch die Gesprächsführung, eine gute Kommunikation ganz, ganz wesentlich. Das Kärntner Energetikerinnen-Diplom, wo findet denn diese Ausbildung statt? Unser Start wird in Villach sein, im Schloss Wernberg und dann werden die einzelnen Module in den Heimatakademien sozusagen stattfinden. Das heißt, die Kinesiologie findet bei mir in Wolfsberg statt, bei der Nika Schuemi findet die Klangenergetik-Ausbildung statt, das Modul. Und das Modul mit der HRV-Messung wiederum bei dir in Villach. Das heißt, es ist egal, aus welchen Winkeln die Menschen da kommen. Es ist halt für den einen einmal da weiter zum Fahren und dann einmal da kürzer zum Fahren. Und ich glaube, dass das Ganze ein tolles Angebot ist, ja, bei uns in Kärnten. Sehr schön. Jetzt hast du schon uns ein bisschen erzählt, dass die Kinesiologie dein Hauptbereich in dieser Ausbildung, in dem Kärntner Energetikerinnen-Diplom ist. Was kann man sich denn unter der Kinesiologie vorstellen? Was bewirkt denn die Kinesiologie? Ja, die Kinesiologie, da muss man ein bisschen genauer hinschauen, wenn wir von Kinesiologie sprechen, weil es gibt viele verschiedene kinesiologische Richtungen. Mein Ansatz ist die beratende Kinesiologie. Diesen Begriff habe ich in meiner Akademie geprägt, weil ich sehr viel Wert auf ein gutes Vorgespräch lege, dass man das Thema sehr gut erarbeitet, worum geht es denn, was möchte ich gelöst haben. Und dann geht es erst ans kinesiologische Testen mit dem sogenannten Armlängentest. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Richtungen. Manchmal liegt man auf einer Liege und von einer Massageliege. Bei mir findet es stehend oder sitzend statt, je nach Vorliebe von Tester oder Testerin. Und mit Hilfe dieses Armlängentests können wir bei einer sogenannten Altersrückerinnerung, also wo die Menschen zurücktesten in das Ursprungsalter. Weil wenn jemand heute ein Problem hat, ein Thema hat, eine Verspannung hat,
Melancholie hat oder was auch immer, dann ist das ja nicht heute entstanden, sondern das ist ja im Laufe des Lebens entstanden. Und mit der Kinesiologie gehen wir zu den Ursprüngen zurück, wo das entstanden ist und lösen dort den Stress. Und dadurch ist es auch sehr effektiv und man spürt sehr, sehr schnell eine erste Erleichterung. Vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich denke, die Zuhörer und Zuseher haben sich jetzt ein bisschen ein Bild machen können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Akademie treffen würden und freue mich eben auf baldiges Wiedersehen.